zu der letzten Veranstaltung auf dieser Bühne. Ein Gespräch. C3S, Erfahrung im Aufbau der besseren Verwertungsgesellschaft. Hoppala. Und ich übergebe an den Moderator und Interviewer Klaus Kropper von P&G. Okay, danke für euer Ausharrvermögen, hier noch eines der letzten Panels mit anzuhören. Hier auf der Bühne mit mir sitzen drei Gründungsmitglieder der Cultural Commons Collecting Society, der zukünftigen Verwertungsgesellschaft, die auf einer CC-Lizenz basieren wird. Ich stelle mal kurz die Runde vor. Wir haben hier zum einen Danny Bruder, Musiker, Produzent, Hörspielautor, Hörspielproduzent, Labelbetreiber. Also ich würde sagen, so der ganz normale Mensch aus der Musikindustrie, im Personalunion quasi alle Teile der Verwertungskette abdeckend. Wir haben Wolfgang Senges, einen Menschen, der mit einem Technologiehintergrund sich eingebracht hat in die Verwertungsgesellschaft oder in die Gründung der C3S. Er ist Berater an der Schnittstelle zwischen Technologie und Contentwirtschaften. Sag ich das so richtig? Du kannst es gleich richtig stellen. Und zuletzt haben wir noch auf der Bühne sitzen Sven Scholz, einen Musiker, der unter anderem auch eine CD über Crowdfunding produziert hat oder gemeinsam mit der Crowd produziert hat. Mein Name ist Klaus Kropper, ich bin Strategieberater und es geht heute ja auch vor allen Dingen um Künstler und Urheber. Mal ganz kurz irgendwie in die Runde gefragt, wer hier im Raum ist Künstler oder haben wir Künstler hier, Musiker? Produzenten, Urheber. Wer von euch ist bei der GEMA? Wer von euch arbeitet schon mit Creative Commons Lizenzen? Ah, okay. Ich hoffe, das ist kein repräsentativer Querschnitt über die Zahlen. Vielleicht könnten wir mal für mich als Späteinsteiger in das Thema Creative Commons einen kurzen Überblick geben. Wie kommt man auf die Idee, eine Verwertungsgesellschaft auf Basis von Creative Commons Lizenzen zu gründen? Vielleicht wollen wir mal mit dir anfangen, Danny? Also nur um das kurz richtig zu stellen, wir wollen ja nicht nur die Creative Commons Lizenzen anbieten, ist auch wieder so ein Wort. Unsere Künstler sollen ja selber entscheiden, unter welchen Lizenzen sie ihre Werke veröffentlichen. Wir werden natürlich auch das klassische alle Rechte vorbehalten Konzept akzeptieren und vertreten, wenn unsere Mitglieder dies wünschen. Aber für mich persönlich war der Grund, dass ich einfach irgendwann, als dieses neue Lizenzsystem aufkam, dachte, es wäre doch ganz schön, das mal auszuprobieren, ob das funktioniert und was man damit so alles machen kann. Und war damals noch selbst GEMA-Mitglied und da wurde mir dann gesagt, ich könne das nicht machen, weil im Wahrnehmungsvertrag halt klar drin steht, dass alle Rechte an mein Repertoire zur Wahrnehmung an die GEMA übertragen werden und die GEMA aber keine Creative Commons Lizenzen unterstützt. Und dann musste ich austreten aus der GEMA und hatte mich ein bisschen geärgert, im Nachhinein sogar noch mehr, weil es natürlich auch möglich gewesen wäre für mich, einfach nur die Online-Rechte auszuklammern und mich mal online auszutoben. Aber meine ganzen Tantiemen, Einnahmen aus Lizenzzahlungen und so natürlich dann einfach mal nicht mehr bei mir angekommen sind und das ist bis heute so. Und ich mich dann schon ein bisschen geärgert habe, weil ich wusste ja und weiß nach wie vor, dass diese Gelder immer noch einkassiert werden, beziehungsweise dass die fließen, aber es kommt halt nicht mehr bei mir an. Also dachte ich, es wäre doch ganz gut, wenn es da eine zweite Möglichkeit gäbe. Okay. Wolfgang, was war deine Motivation, dich bei C3S zu engagieren? Also meine Motivation war ursprünglich, dass ich aus dem Kontext eben des Software-Hintergrunds oder der Provider für Software eben auch gekommen bin. Und vor dem Technik-Hintergrund kannte ich dann eben auch andere Geschäftsmodelle. Und als ich dann so langsam auch zu Creative Commons gekommen bin, beziehungsweise darüber mehr erfahren habe und dann auch in die Musikindustrie reingerutscht bin, das war so Anfang 2009, und dann auch begonnen habe, Künstler zu beraten, beziehungsweise auch Unternehmen im Musikumfeld, da bin ich mehr und mehr dann auch zu einem Punkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, ja, also dieses flexible Modell der Creative Commons Lizenzen kann man sehr gut einsetzen oder könnte man einsetzen, aber eben nur bis zu einem bestimmten Punkt, weil dann muss man auch sagen, das Geschäftsmodell, was dabei rauskommen würde, würde nicht funktionieren, weil die Creative Commons Lizenzen nicht wirklich in die Musikindustrie als solche kommerziell
integriert sind, eben weil auf der einen Seite die Creative Commons Lizenzen mehr zur Nutzung stehen, die halt jetzt nicht über Verwertungsgesellschaften wirklich ermöglicht, dann auch als Musiker, der Creative Commons Lizenzen nutzt, dann auch direkt an den Markt zu gehen und damit auch richtig regulär Geld zu verdienen. Auf der anderen Seite stehen die Verwertungsgesellschaften und da hat man meistenteils nicht die Möglichkeit, Creative Commons Lizenzen zu nutzen und nicht flexibel zu lizenzieren. Und das heißt, es gab da eine Lücke zwischen beidem und die wollte ich dann ganz gerne überbrücken und da war dann der erste Anlass, dass wir eben ein Gespräch angesetzt hatten, auch auf Einladung von Creative Commons Deutschland mit der GEMA, ob es nicht möglich sei, Creative Commons Lizenzen dann auch innerhalb der GEMA zuzulassen. Und das war dann eben nicht möglich und das war dann auch der konkrete Anlass, wo wir zu mehreren dann gesagt haben, okay, wenn das jetzt nicht geht, wie kann man die Situation dann ändern? Und nach einem Gespräch mit dem Deutschen Patent- und Markenamt, was zuständig ist für die Aufsicht der Verwertungsgesellschaften, haben wir dann gesagt, ja, der einzige Weg, der eigentlich gangbar ist, ist der, eine zweite Verwertungsgesellschaft zu gründen. Mhm. Und das haben wir dann auch direkt nach dem Gespräch mit der GEMA so dann auch beschlossen. Es ist ja das eine, dass es die Machbarkeit mit unterschiedlichen Lizenzen oder als Künstler, Urheber unterschiedliche Lizenzen zu nutzen, ist die eine Sache, die für den Urheber erstmal ja eher uninteressant ist. Vielleicht kannst du, Sven, uns mal kurz erklären, was denn der Vorteil oder der Nachteil der unterschiedlichen Lizenzmodelle ist. Wolfgang hat gerade schon gesagt, dass Creative Commons ein Modell ist, das auf Flexibilität fokussiert. Warum sollte es mich als Urheber interessieren, möglichst flexibel zu lizenzieren? Ja, da gibt es verschiedene Gründe und auch verschiedene Motivationen. Es kommt, da wird es dann sehr individuell, aber genau das ist der Punkt bei den CC-Lizenzen, die sind sehr individuell. Das heißt, ich kann als Künstler, als Urheber entscheiden, diesen Song mache ich All Rights Reserved, diesen Song mache ich CC BY, das heißt, ich verzichte komplett auf irgendwelche Einnahmen, ich möchte bloß genannt werden und hau die raus, die kann jeder kopieren, auch geschäftlich nutzen oder wie auch immer. Oder ich kann zum Beispiel die eingeschränkteste Version nehmen, CC BY NC ND. Also ich will genannt werden, die Freiheit, es kostenlos zu nutzen, wird eingeschränkt. Das heißt, ich darf es nicht kommerziell nutzen, ohne zu bezahlen. Und ich darf keine No Derivates, ND heißt No Derivates, ich muss trotzdem nachlizenzieren sozusagen, wenn ich daraus zum Beispiel ein Cover oder sowas machen will, ja, oder wenn ich das verändern will oder für irgendwas anderes nutzen will, also ob kommerziell jetzt in dem Fall oder nicht kommerziell. Das heißt, die CC-Lizenzen belassen auf der einen Seite halt der Urheber behält die Macht quasi, behält die Kontrolle über Werkweise über das, was mit seinen Stücken passiert und passieren darf. Das ist der eine Vorteil. Der andere Vorteil ist der, jetzt von meiner Sicht als Künstler nochmal, gegenüber zum Beispiel meinen Fans, gegenüber dem Endnutzer, was mich abgeschreckt hatte, in die GEMA zu gehen zum Beispiel. Ich könnte wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Geld verdienen über meine Musik, was ich nicht tue, weil ich nicht in der GEMA bin und es halt auch nie war. Aber ich habe, das Problem war, oder das ich sehe, ist, dass und unsere Fans quasi dann am Ende dann sich plötzlich um Copyright und Dinge scheren müssen, um die sie sich eigentlich nicht scheren brauchen sollten. Das Copyright-Recht, die ganze Abmahnindustrie und so weiter, da inzwischen so auf den Endnutzer aufbügelt sozusagen, war nie und ist auch nie in meinen Augen Sinn und Zweck des Copyrights gewesen. Ja, die ganzen Lizenzen, Lizenzbedingungen etc., das ist Business, das ist auf dem Level der Verwertungskette. Ja, der Endnutzer ist der Schluss der Verwertungskette, der verwertet ja nicht weiter, der genießt nur noch.
und hört und redet mit seinen Freunden drüber und empfiehlt weiter und so weiter. Der soll sich da jetzt nicht, der soll nicht Angst haben oder sich unsicher sein darüber, was er jetzt mit meinem Zeug machen kann. Aber nochmal zurück, zwei, drei Schritte zurück, um zu verstehen, was wirklich die Institution oder die Entität C3S, sagt ihr C3S oder C, wie spricht man euch eigentlich aus? C3S. Oder? Genau. Das heißt Cultural Commons Collecting Society. Cultural Commons, weil ihr euch nicht nur auf Musik beschränken wollt zukünftig, also habt ihr größere Pläne, auch bald in eine VG Wort und eine VG Bild zu gehen? Also wir wollen auf jeden Fall erstmal bei der Musik bleiben, weil es ist schon wirklich ein komplexer Apparat, sich jetzt überhaupt in sowas wie eine Verwertungsgesellschaft ranzuwagen. Ich meine, man muss schon dem dann auch Achtung zollen, dass die GEMA das auch wirklich in diesem Umfang dann aufgebaut hat. Das ist ja auch nicht umsonst, dass es jetzt so lange gedauert hat, bis man da einen solchen Apparat dann zustande kriegt. Also das ist schon sehr komplex. Aber um nochmal darauf jetzt zurückzukommen, also wir werden auf jeden Fall erstmal bei Musik bleiben, aber wir sind auch häufig genug von Leuten gefragt worden, ja, warum macht ihr das nicht für Text, warum macht ihr das nicht für Film? Wir sind von Schauspielern gefragt worden, also das geht in die schrägsten Ecken rein und wir wollen es jetzt mit der Musik machen. Und wenn das dann irgendwann, vielleicht in 2 Jahrzehnten oder so, dann wirklich als grundlegendes Modell gut läuft, dann kann man sich immer noch überlegen, ob man das dann entsprechend dann ausbaut und dann auch in anderen Content dann reingeht, in andere Inhalte, in andere Richtungen. Aber darüber jetzt zu spekulieren, also das ist relativ offen. Nur wir wollten halt das auch generell so offen halten und daher auch Cultural Commons, das heißt die kulturellen Gemeingüter und wollen uns da nicht so sehr jetzt auf die Musik beschränken. Okay. Du hattest gerade schon gesagt, es ist ein sehr langwieriger Prozess, eine Verwertungsgesellschaft zu gründen. Vielleicht könntet ihr uns mal kurz einen Status-Lagebericht geben, an welchem Punkt ihr euch im Moment befindet, wenn ich mich dafür entscheide, mich zukünftig von euch vertreten zu lassen. Mit welchen Rahmenbedingungen, mit welchem Zeitraum muss ich in etwa rechnen? Also wir haben ja nach den Anfängen 2010, also ich bin 2012 dazugestoßen dann tatsächlich zum Kernteam, da ging es erstmal darum, okay, wie machen wir das, was soll das überhaupt für eine Rechtsform haben, wie organisiert man das am besten, wie können wir auch sicherstellen, dass das Ganze dann eben auch von den Mitgliedern betrieben wird, beziehungsweise eben auch von den Künstlern, Urhebern, die dort organisiert sind, gleichberechtigt entschieden werden kann. Wie das denn, ist der Grund, warum ihr euch auch als Gesellschaftsform eine Genossenschaft ausgesucht habt? Genau, ne, da haben wir gesagt, okay, beziehungsweise meine Akteure haben sich dann entschieden für eine europäische Genossenschaft, was ich dann wohlwollend zur Kenntnis genommen habe. Das war dann natürlich, also gab es erstmal einen Haufen Arbeit, da muss man sich eine Satzung schreiben und die muss auch wasserdicht sein und im letzten Jahr haben wir dann die Genossenschaft offiziell gegründet mit 50 Gründungsmitgliedern, die dann das Grundkapital bereitgestellt haben, was man ja auch braucht, um so eine Genossenschaft zu gründen, waren das 30.000 Euro, die mussten erstmal da sein. Dann, nachdem wir also erfolgreich gegründet waren, hat es eine Weile gedauert, bis wir dann als Genossenschaft auch sozusagen anerkannt und geprüft waren, weil es auch noch nicht so viele europäische Genossenschaften gibt in Deutschland, ich glaube es gibt 5 oder 6. Mittlerweile und da hat man natürlich sich ein bisschen Zeit genommen, um sich das genau anzugucken und war auch sehr aufgeregt dort beim Genossenschaftsprüfungsverband und so weiter. Dann haben wir mit Hochdruck daran gearbeitet, unsere erste Generalversammlung natürlich dann auch abhalten zu können. Darüber hinaus mussten wir natürlich unheimlich viele Finanzierungsaktionen durchdenken, planen, dann haben wir ein Crowdfunding gemacht, das lief dann auch sozusagen auf die Gründung der Genossenschaft zu, haben dann also die Community gefragt, wie sieht's aus, wir machen das jetzt, ihr könnt uns unterstützen. Das war dann relativ erfolgreich, also da zu dem Zeitpunkt eines der erfolgreichsten Crowdfunding-Projekte in Deutschland, an das wir dann auch noch ein Speedfunding drangehängt haben, weil
in der Zwischenzeit sich herausgestellt hatte, dass wir gute Aussichten hatten, eine Förderung zu bekommen vom Land Nordrhein-Westfalen, die gesagt haben, wir würden das gerne befördern. Und es kam dann dazu, dass klar war, sie würden bis zu 200.000 Euro an Eigenkapital verdoppeln. Wir haben dann natürlich alles daran gesetzt, möglichst nah an diese 200.000 Euro zu kommen. Haben dann mit dem Crowdfunding und dem Speedfunding danach 180.000 so summa summarum ungefähr zusammenbekommen und hatten dann sozusagen also ein Budget jetzt, das in dem Projekt gebunden ist, von 360.000. Also das ging damals. Die genaue Zahl kann euch der Wolfgang noch mal sagen. Interessieren uns vielleicht doch gar nicht so. Genau. Aber, jetzt ist es so, dass wir halt die erste Generalversammlung abgehalten haben in Köln, wo wir auch das erste Mal sehen konnten, wie ist denn jetzt auch die Bereitschaft der Beteiligung unserer Mitglieder und die Generalversammlung natürlich dann auch jährlich stattzufinden hat, so wie es in der Satzung eben drin steht. Das hat auch gut funktioniert. Wir hatten ein sehr, sehr vielversprechendes Feedback unserer Mitglieder, die auch sofort signalisiert haben, dass sie durchaus aktiv am Prozess dieser Entstehung der Verwertungsgesellschaft teilhaben möchten und auch bereit sind, dafür zu arbeiten und Input zu bringen und so. Das heißt also, wir sind jetzt an dem Punkt, wo die Mitgliedschaft beschlossen hat, dass wir Kommissionen einrichten werden. Der aktuelle Stand ist so, dass wir voraussichtlich im nächsten Jahr im Herbst hoffentlich dann mit der Entwicklung der technischen Infrastruktur fertig sein werden, die wiederum eine Voraussetzung ist, um vom Deutschen Patent- und Markenamt die Lizenz zu erhalten, als Verwertungsgesellschaft überhaupt arbeiten zu dürfen. Der zweite Punkt ist, dass wir ein sogenanntes wirtschaftlich relevantes Repertoire vertreten müssen. Das heißt, wir brauchen Mitglieder und vor allem nutzende Mitglieder, also Urheber. Ich habe die Zahl gelesen, es waren 3.000 Mitglieder, die ihr vertreten müsst. Nein, also es ist so, es gibt keine genaue Vorschrift vom Deutschen Patent- und Markenamt, sondern der Punkt ist, man kann auch keine genaue Zahl sagen, sondern es ist einfach so, um den potenziellen Mitgliedern auch die Sicherheit zu geben, dass man wirklich gefahrlos da reingehen kann und dass man es verantworten kann, dieser Verwertungsgesellschaft dann auch die Lizenz zu erteilen, muss eben diese Verwertungsgesellschaft auch eine wirtschaftliche Stabilität vorweisen können und zeigen können, ja, das schaffen wir. Und nach unserer Kalkulation wird das möglich sein, wenn wir ca. 2.500 nutzende Mitglieder haben. Und dazu fehlt uns natürlich jetzt noch ein gutes Stück, weil unter den 850 derzeitigen Mitgliedern sind 360 nutzende Mitglieder. Aber nach den Plänen, die wir jetzt verfolgen für die nächste Zeit, ist es schon, ja, also es wird wahrscheinlich doch sehr knapp werden, dass wir es jetzt bis Ende nächsten Jahres erreichen werden, aber wir werden da deutlich aufstocken können und wir werden es auch sicher mehr als verdoppeln, die Zahl der nutzenden Mitglieder dann bis Ende des Jahres, und ich denke, dass die eher sogar noch die 1.000 übersteigen wird. Aber es klingt nach einer sehr schwammigen Aussage eines Markenpatentamtes. Ja, wenn du sagst, irgendwie, es muss quasi eine, wie hast du es formuliert, eine tragfähige Substanz da sein, wie wird das bemessen? Es ist halt wie bei jedem Unternehmen, was ich gründen will, was halt dann in dem Fall aber mit der IHK spricht, nur in dem Fall. Es ist halt noch wichtiger, dass man auch genau darauf schaut, dass die Sicherheit für die potenziellen Mitglieder dann gegeben ist und dass sie da nicht irgendwo einem hinterherlaufen, der dann das Geld der Mitglieder verbrät, und das darf einfach nicht sein, und deswegen verstehen wir auch, dass dann dementsprechende Voraussetzungen erstmal erfüllt werden müssen, und zum anderen ist es natürlich auch so, dass nicht jeden Tag eine neue Verwertungsgesellschaft gegründet wird. Und es gibt jetzt im Moment, glaube ich, gerade 14 oder 17 in Deutschland, und deswegen gibt es da auch nicht so die konkreten Vorschriften, sondern dass man jetzt, die Vorschrift besteht eigentlich darin, dass man eine kritische Masse mitbringen muss, und innerhalb dieser kritischen Masse muss dann ein kleiner Prozentanteil von denjenigen sein, von denjenigen Mitgliedern, die auch mehr zum Umsatz beitragen. Das heißt, der berühmte Longtail, ein paar generieren den Umsatz und der Rest bildet dann die kritische Masse.
Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich bei euch Mitglied werden will? Wie funktioniert das mit dem Wahrnehmungsvertrag, den ich als Urheber mit euch abschließe? Und könnt ihr mir zumindest die Rahmen oder großen Eckdaten eines Wahrnehmungsvertrages erklären? Wie muss ich mir das vorstellen? Vor allen Dingen natürlich auch im Vergleich mit einem Vertrag, den ich mit der GEMA schließen würde. Oder ich? Jo. Also wir haben noch keine Wahrnehmungsverträge. Die Kommission, von denen er da gerade gesprochen hat, sind dabei, die zu entwickeln, mit bisschen Glück vielleicht sogar fürs nächste, mit Vorschlägen entsprechend für die nächste Generalversammlung. Vielleicht auch erst für die übernächste, aber mit bisschen Glück kommt ein bisschen drauf an, wie aktiv unsere Mitglieder sein werden da. Wir haben aber natürlich ein paar Eckvorstellungen, was da so reinkommt und wie da sowas reinkommt, eben, dass man eben so Prinzipien da auf jeden Fall abbilden muss, wie eben, die Verwertung auf einzelne Werke abzielt, also nicht auf komplettes Repertoire pauschal, sondern dass man einzelne Werke verschieden lizenzieren können muss. Und das in irgendeiner Form muss dann natürlich auch in diesen Verträgen abgebildet werden. Wie gesagt, wir haben diese Verträge noch gar nicht, weil unsere Mitglieder diese Verträge quasi jetzt erstmal zusammenbauen, was auch insoweit, finde ich, interessant ist, weil das heißt, dass die Leute, die Verträge unterschreiben sollen, im Prinzip jetzt erstmal sich überlegen, was wollen wir denn da tatsächlich drinstehen haben, was wir da unterschreiben wollen. Also das ist, da geht der Ansatz mal anders. Also wir legen nicht vor nach dem Motto hier, friss oder stirb, sondern wir möchten, dass jetzt die Urheber kommen und sagen, wir wollen das und das und das so und so, so im Vertrag stehen haben. Natürlich in dem Rahmen, wie wir hier unsere Ideale die ganze Zeit schon kommuniziert hatten. Wobei ja die GEMA als Urhebervertretung sich auch ja durchaus aus den Interessen der Urheber damals gegründet hatte. Aber nochmal, ihr sucht gerade Mitglieder, ihr wollt weitere Mitglieder gewinnen. Was ich noch nicht ganz verstehe, was ihr mir vielleicht näher erklären könnt, wo denkt ihr, dass eure zukünftigen Mitglieder primär herkommen werden? Werden es GEMA, so wie du gerade gesagt hast, du bist aus der GEMA rausgegangen und lässt sich jetzt lieber mit anderen Lizenzen vertreten, werden es eher GEMA-Mitglieder sein, die aus der GEMA rausgehen, die ihr abwerben wollt, also steht ihr in der direkten Konkurrenz zur GEMA, oder werden es eher neue, nachwachsende Künstler sein, die vielleicht allein schon aufgrund ihrer Produktionsmethoden in dieses Modell GEMA gar nicht mehr reinpassen oder reinpassen wollen? Also ich kann mir vorstellen, dass es einige Urheber gibt, die zurzeit in der GEMA angeschlossen oder außerordentliche Mitglieder sind, ein vitales Interesse daran haben könnten, Teilbereiche ihrer Wahrnehmung auszuklammern aus dem GEMA-Vertrag, was ja möglich ist. Kannst du kurz nochmal erläutern, welche Bereiche aus dem GEMA-Vertrag ausgeklammert werden können? Ich weiß nicht, ob das hier alle wissen. Da gibt es nämlich auch sehr unterschiedliche Interpretationen. Ja, man kann, es steht auch explizit so drin im Wahrnehmungsvertrag, man kann seine Online-Rechte zum Beispiel ausklammern, da ist dann auch die Kündigungsfrist nicht ganz so lang wie beim normalen Berechtigungsvertrag, der das gesamte Repertoire einschließt, weil da ist es ja so, dass die Verträge für 3 Jahre abgeschlossen werden und dann sich automatisch um weitere 3 Jahre verlängern, wenn man nicht fristgemäß kündigt, ein halbes Jahr vor Ablauf der 3-Jahres-Laufzeit sozusagen. Da kann man dann sagen, ich möchte jetzt meine Online-Wahrnehmung hier rausnehmen, dann kann man das kündigen und das wird dann quasi zum Ablauf des Geschäftsjahres, wenn ich richtig informiert bin, ermöglicht. Und da viele, besonders von den angeschlossenen Mitgliedern, natürlich in der Regel jetzt nicht so viel vom Kuchen abbekommen bei der GEMA, und auch kein direktes Stimmrecht haben, kann ich mir gut vorstellen, dass einige, zumindest kenne ich auch schon einige, die das machen, aus diesem Bereich kommen werden, aber eben auch, glaube ich, junge Urheber, die am Anfang ihrer Laufbahn als Musiker stehen, die vielleicht ein Interesse daran haben, erstmal zu gucken, wie sich es überhaupt entwickelt und sich erstmal präsentieren möchten, online, in sozialen Netzwerken und ein paar Live-Konzerte spielen, dass da durchaus auch welche dabei sind, die sich vielleicht vorstellen könnten,
uns beizutreten, anstatt der GEMA beizutreten. Ich gehe mal davon aus, dass es eigentlich aus allen Bereichen Künstler gibt, die da auf uns zukommen. Ihr werdet euch auch nicht auf bestimmte Genres beschränken wollen und auch nicht auf bestimmte Nutzungsszenarien. Also wir können uns schon nicht auf bestimmte Genres beschränken, weil das ist auch eine weitere Auflage des DPMAs, des Deutschen Patent- und Markenamts, dass wir ein ausgewogenes Repertoire vorweisen müssen und dass wir jetzt nicht sagen können, okay, wir gehen jetzt nur in die Elektronik rein oder nur in den Clubbereich, sondern wir müssen dann schon auch das Ganze breiter verteilen, beziehungsweise wir müssen dann eben auch Urheber aus verschiedenen Bereichen haben. Aber die Frage stellt sich für uns jetzt gar nicht, weil wir bei denjenigen, die sich an uns wenden, wir haben Metaller da, wir haben DJs, wir haben Leute aus der Elektronikszene, aus der experimentellen Szene, wir haben Leute aus der Klassik, aus der Volksmusik, also wirklich breit gestreut über alle Sparten, und das wird uns dann helfen, also erst recht dann, wenn wir natürlich 2500 nutzende Mitglieder haben sollen, da ist die Wahrscheinlichkeit alleine schon groß, dass dann auch das Genre entsprechend gestreut ist. Wenn du aber über unterschiedliche Genres sprichst, da reden wir ja auch über sehr unterschiedlich ausgeprägte, einen sehr unterschiedlich ausgeprägten Mix an Nutzungen. Ein DJ-Track wird eben quasi in der Natur in anderen Dingen zur Aufführung, in anderen Orten und Szenarien und der Situation zur Aufführung gebracht, als zum Beispiel ein Schlager eines volkstümlichen Sängers oder einer Sängerin. Wie stellt ihr euch vor, dass ihr die Nutzungsszenarien abdecken werdet oder werden könnt? Wollt ihr sofort mit allen starten oder wollt ihr euch erstmal auf bestimmte Kernbereiche konzentrieren? Das ist jetzt abhängig davon, wo jetzt gegebenenfalls ein stärkeres Interesse gezeigt wird. Im Moment würde ich davon ausgehen, dass das durchaus, wie gesagt, breit gestreut ist. Aber da auch Anfragen sind, mit uns zusammen zu arbeiten aus speziellen Sparten, könnte es sein, dass dann ein gewisser Schwerpunkt oder ein Modellstart dann erstmal mit einer Sparte erfolgt und dass wir das dann andere nachziehen werden. Also das kann durchaus dann sein. Ihr habt gerade eine Förderung bekommen zur Entwicklung einer Software, die quasi ein automatisches Scannen von Funk- und Fernsehaufführungen ermöglicht. Wird das euer erster Start werden, oder? Nein, also das Projekt, was wir jetzt gestartet haben, da geht es jetzt nicht um das Scannen von Inhalten, sondern das Projekt, wie auch schon der Titel sagt, da geht es halt darum, Micropayments zu integrieren in eine Verwertungsgesellschaft. Mhm. Da werden wir jetzt demnächst auch noch Teile dazu offenlegen, aber natürlich den Kernbereich, den werden wir dann nicht freigeben können, weil das natürlich auch eine Art Geschäftsgeheimnis ist und zudem noch als Innovationsprogramm dann eben auch gefördert wird. Wie gesagt, da geht es jetzt, ja, in Randbereichen geht es dann auch um die Audioerkennung, aber nicht im Wesentlichen wirklich. Habt ihr euch auseinandergesetzt, es ist ja in Deutschland quasi fast schon eine eher Exotenstatus, dass es nur eine Verwertungsgesellschaft für den Bereich Musik gibt. In Brasilien, korrigiert mich vielleicht, was ist jemand besser, meine ich, gibt es 13 oder sogar 16 Musikverwertungsgesellschaften, die in Konkurrenz zueinander stehen. Gibt es da Erfahrungswerte, ob vom Künstler aus gesehen oder vom Urheber aus gesehen, dass eine bessere Situation ist, oder ist das eine Situation, die einfach die Komplexität enorm in die Höhe treibt? Also ich würde sagen, dass das klassische Beispiel ist eigentlich USA, wo es lange auch nur die eine Verwertungsgesellschaft gab, die ASCAP. Und da wurde dann auch, als ich eine weitere Verwertungsgesellschaft gründen wollte, wurde dann gesagt, nee, das kann niemals funktionieren und das wird so nicht gehen. Und jetzt gibt es drei funktionierende Verwertungsgesellschaften in den USA, von denen zumindest zwei, nämlich die ASCAP und die BMI, schön nebeneinander dann auch funktionieren können und auch qua Gesetzgebung bieten alle drei Verwertungsgesellschaften auch die Lizenzierung unter Creative Commons an.
Also weshalb das jetzt nicht funktionieren sollte in einem anderen Land, sehe ich jetzt nicht so. Der Punkt ist ja auch nicht der, also was gern mal als Ängste geäußert wird, auch gerade von Seiten von Urhebern kriege ich das immer mal mit, dass man Angst hat, dass wir jetzt hingehen und die Preise kaputt machen sozusagen. Also dass durch die zweite Verwertungsgesellschaft die Verwertungsgesellschaften, also wir genauso wie die GEMA, dann plötzlich erpressbar würde nach dem Motto, na, wenn ihr uns nicht entgegenkommt, dann gehen wir halt zu den anderen und so weiter. Ganz grundsätzlich mal, die C3S ist ja eine Verwertungsgesellschaft und vertritt Urheber. Das heißt, sie vertritt die Interessen der Urheber und die Interessen der Urheber ist natürlich auch, irgendwie muss von irgendwas muss ich meine Miete zahlen und so weiter und so fort. Das heißt, wir sind ja nicht angetreten, jetzt irgendwie Urhebern das Brot, die Butter vom Brot zu nehmen, sondern wir sind angetreten, den Urhebern, die bis jetzt keine Butter auf dem Brot haben, auch Butter aufs Brot zu kriegen. Also ich verstehe dann manchmal diese Ängste nicht. Ich meine, ich verstehe die schon, also ich kann die nachvollziehen aus der ersten Logik heraus, aber vom Grundsätzlichen her ist das ja nicht so, dass wir jetzt hier hingehen und die Urheberschaft kaputt machen wollen, sondern wir sind ja selber Urheber und wir wollen ja, dass es Urhebern besser geht. Da sprichst du was Gutes an, also mit dieser Situation. Es scheint ja irgendwie eine Ängste zu geben, wie endgültig die Entscheidung für einen Künstler ist, ab welchem Zeitpunkt er welche Werke bei welcher Verwertungsgesellschaft anmelden kann oder sollte. Wie verhält es sich mit der Durchlässigkeit zwischen den Verwertungsgesellschaften? Ist es möglich oder überhaupt sinnvoll zu sagen, bestimmte Teile meines Repertoires lasse ich von einer und andere Teile des Repertoires von der anderen Verwertungsgesellschaft vertreten? Das geht zum Teil. Ein Problem bei der GEMA ist ja, dass man sein komplettes Repertoire pauschal alles abgibt. Insoweit kann man bei uns damit auch zum Beispiel keine CC-Lizenz mehr machen. Mhm. Was geht ist, dass man als GEMA-Mitglied bei der C3S Mitglied ist. Wie gesagt, die Mitgliedschaft man gibt mit der Mitgliedschaft ja noch keine Rechte ab, die man gar nicht abgeben könnte, weil man sie ja schon abgegeben hat bei der GEMA. Aber ich kann bei der GEMA eben Verwertungsbereiche rausnehmen und die kann ich dann über die C3S verwerten lassen. Also das heißt, es ist überhaupt, also von unserer Seite aus sehe ich überhaupt kein Problem darin, dass man als GEMA-Mitglied über die C3S Teile seiner Verwertung über die C3S vornehmen kann, weil vielleicht die Bedingungen da einem besser ins eigene Geschäftsmodell auch passen als die Bedingungen zum Beispiel, die er bei der GEMA vorfindet. Mhm. Was ja immer wieder in dieser Diskussion hochkommt, ist der Begriff der Transparenz oder mangelnder Transparenz, sei es Modalitäten, wie innerhalb einer Verwertungsgesellschaft Entscheidungen gefällt werden. Das scheint ja bei euch eher basisdemokratisch oder genossenschaftlich organisiert zu sein. Wie sieht es mit den Abrechnungsmodalitäten aus? Womit kann ich rechnen, wenn ich sage, ich lasse mich von euch vertreten, der Turnus der Ausschüttungen und wie sehen die Abrechnungsmodalitäten aus? Könnt ihr da schon? Also, zum einen ist es natürlich so, dass alles, was Tarife anbetrifft, dazu können wir im Moment einfach nichts sagen, weil der Wahrnehmungsvertrag noch gar nicht steht. Erstens mit dem Wahrnehmungsvertrag und zweitens, wir haben jetzt gerade, oder die Kommissionen werden jetzt eingesetzt und die werden dann auch ein entsprechendes Modell erarbeiten. Da werden wir auch sicherlich von Zeit zu Zeit mal mit Zwischenergebnissen dann an die Öffentlichkeit gehen, aber es ist so lange nichts fix, bis dann bei der nächsten Generalversammlung, frühestens dann auch die komplette Generalversammlung, darüber dann auch beschlossen hat, ob dieses Tarifmodell dann auch angenommen wird. Dann, was das anbetrifft, in welchen Abständen jetzt ausgezahlt wird, unser Ziel ist es auf jeden Fall, dass wir anstreben, in Abständen auszuzahlen, die unter einem Jahr liegen.
Da ist man dann aber auch wieder davon abhängig, wie es jetzt die Praxis oder die Technik oder aber auch die Zahlen, denn in dem Falle die Lizenznehmer dann einem überhaupt ermöglichen. Und unser eigentliches Ziel ist es, wenn wir es hinbekommen, dass wir quartalsweise abrechnen können. Dass aber trotzdem, auch wenn quartalsweise die Abrechnung dann erfolgt und die Einnahmen dann verteilt werden an die Künstler, dass trotzdem zwischenzeitlich möglichst in Echtzeit der Künstler, der Urheber, dann auch in seinem Account bei uns nachvollziehen kann, wo sind meine Stücke gespielt worden, was ist wo reingekommen, welcher Track ist wo gespielt worden, wie kann ich jetzt meine Strategie da anpassen, wie kann ich daraus Vorteile ziehen, wo habe ich zum Beispiel noch Marketing zu leisten, wo kann ich am besten auftreten, damit ich da auch mehr Erfolg habe, solche Sachen, und dass man da wirklich eine sehr detaillierte Übersicht hat, die immer aktuell ist für den Urheber bzw. für das Mitglied. Nochmal zurück zum Thema Durchlässigkeit. Ein Freund von mir, Produzent, hat mich gebeten, diese Frage tatsächlich hier zu stellen. Er ist sich unsicher als Produzent, wenn er GEMA oder von der GEMA vertretene Musik nimmt und sie mit CC-Lizenzen versehener Musik zu etwas Neuem kombiniert. Ist das ein Zukunftsszenario, wo wir irgendwie alle jetzt gleich schreiend raushören und sagen, oh meine Güte, das wird so kompliziert, ich kann gar keine Musik mehr machen? Oder wie ist eure Perspektive darauf? Also das fällt dann genau in den Punkt, wo dann auch vom Gesetzgeber her gefordert wird, dass in einem solchen Fall, wenn dann zwei Verwertungsgesellschaften existieren, die beide zugelassen sind, die sich damit auseinandersetzen müssen, wie regeln wir das jetzt untereinander, so dass weder der Lizenznehmer noch der Urheber dann wirklich da, dass auf diesen dann zusätzliche Kosten zukommen, zusätzliche Mühen, dass man das am einfachsten halten kann. Und da sind wir dann gehalten, dass GEMA und die C3S sich dann zusammensetzen und dementsprechend dann auch eine Regelung treffen. Aber es steckt auch noch ein zweites Problem drin, das wir generell haben werden. Es ist jetzt egal, ob dann in einem Mix, in einem Mashup dann sowohl GEMA als auch C3S oder auch andere Tracks dann mit reingemischt werden. Es geht dann einfach darum, wie stark berücksichtigen wir den einzelnen Urheber oder den einzelnen Künstler, der jetzt drin ist mit seinen Leistungsschutzrechten. Was bezahlen wir für welchen Anteil? Rechnen wir das prozentual aus? Wie machen wir das mit den sogenannten Splits? Und das ist auch ein Modell, was wir uns erst noch überlegen müssen. Da können wir jetzt im Moment auch noch nichts zusagen. Dazu kommt ja noch ein bisschen das andere Problem, das gar nicht uns betrifft sozusagen, sondern tatsächlich, wo der Produzent auch ein Problem hat, wenn er CC-lizenzierte Musik, also man kann ja auch heute schon CC lizenzieren, man kriegt halt noch keine Royalties dafür, das ist ja dann unser Job, aber das Problem, was mache ich damit, wenn zum Beispiel ein CCND-Stück er da reinbauen will oder sonst irgendwas, dann muss er sich ja sowieso damit auseinandersetzen. Das hat ja nichts mit der Verwertung zu tun eigentlich, sondern eben mit der eigentlichen Lizenzierung. Das heißt, das ist dann gar nicht mehr unsere Baustelle. Ich kriege gerade signalisiert, die Zeit drängt schon wieder ein bisschen. Ich würde ganz gerne am Schluss auch noch mit ein bisschen die Künstler hier im Raum noch ein paar Fragen stellen lassen. Aber ganz kurz vorher noch einen Themenbereich, den ich gerne noch ansprechen wollte mit euch. Wir haben jetzt über die Künstler gesprochen oder über Urheber gesprochen, die sich an euch wenden werden. Es werden sich auch Lizenznehmer an euch wenden. Wird es denn auch zeitnah eine C3S-Clubpauschale geben? Also Pauschalen, also erstens mal kann es halt zeitnah deswegen nicht funktionieren, weil wir erstmal das komplette Tarifmodell auf die Beine stellen müssen, und eine Clubpauschale, Pauschale ist wieder dieses Ding, wovon wir eigentlich wegkommen möchten, weil wir es halt auch exakt abrechnen möchten. Und da aber andererseits auch die Verwertungsgesellschaft gefordert ist, auch Gesamtabschlüsse anzubieten,
kann es natürlich sein, dass Pauschalsummen dann gezahlt werden von Lizenznehmern, wir aber trotzdem das dann im Einzelnen aufschlüsseln möchten und dann auch dementsprechend exakt dann an die Leute, die gespielt worden sind, dann auch weitergeben. Also jetzt innerhalb des nächsten Jahres irgendwie eine Clubpauschale anzubieten, mal abgesehen davon, dass wir noch gar keine Lizenz zur kollektiven Rechtewahrnehmung haben und das gar nicht machen dürfen, sehe ich das jetzt nicht so kommen. Ja, wobei, also wir hatten ja ein Barcamp vor der Generalversammlung, wo eben auch einige viele Mitglieder da waren und wo wir eben auch solche Sachen schon mal vorbesprochen haben, eben auch im Hinblick darauf, den Kommissionen dann entsprechend schon ein bisschen Material mitzugeben und haben da halt festgestellt, wir werden grundsätzlich um so Pauschalgeschichten wahrscheinlich nicht rumkommen, einfach weil es weil auch ein Veranstalter zum Beispiel ja kalkulieren muss und der muss ja vorher im Prinzip vorher wissen, wie viel ihn was kostet, was manchmal schwierig ist, manchmal ist es möglich, vielleicht kriegen wir es auch so weit wie möglich hin, dass man das sogar vorher abschätzen kann, aber man kommt da nicht so drum rum. Das Problem bei den Pauschalen ist auch nicht der Pauschalbetrag, Problem bei den Pauschalen ist, dass die gerne und zu oft dafür genutzt werden, zum Beispiel eben keine Checklists abgeben zu müssen, weil ich habe ja auch pauschal alles bezahlt und alles andere ist mir egal. Und das heißt, da ist für uns die Aufgabe, eine Pauschale so hinzubauen, dass die Anregung trotzdem bleibt, dass wir trotzdem ein entsprechendes Tracklisting kriegen, damit wir eben auch die Sachen, die Gelder, die darüber reinkommen, an die Leute verteilen, die auch gespielt worden sind. Mhm. Dann würde ich sagen, geben wir mal das Wort ins Publikum. Da meldet sich schon jemand. Ja, also ich habe eine irre lange Liste, die ich jetzt nicht abarbeite, also keine Angst. Kannst du ganz kurz noch bitte kurz deinen Namen? Mein Name ist Markus Rennhack, ich bin hier in einer Dreifachposition sozusagen. Ich bin Komponist, Textdichter und ich arbeite bei einem Verlag, bin GEMA-Mitglied und ich werde jetzt meine Liste nicht abarbeiten, also es war einfach zu viel. Der Kelch geht an euch vorüber, vorerst, das können wir dann im Internet klären. Ich würde sagen, einfach super. Wir sind unter Zeitdruck. Eine Frage, seit 2012, die habe ich euch schon vorher gestellt, aber ich möchte noch mal sehen, wie ihr euch hier oben windet, diese Frage zu beantworten. Seit 2012 werden wir vertröstet auf das Barcamp, was jetzt war. Und es kommt mir nicht in den Kopf, warum wir immer noch nicht über Inhalte reden und immer noch über Hypothesen reden, die wir uns selber ausmalen müssen. Also es gibt eine sehr harte Diskussion über die C3S, über die GEMA und so weiter. Und die muss mit Fleisch befüllt werden. Und bitte erklärt uns Frage, das nochmal. Ich habe deine Frage nicht verstanden. Kannst du nochmal bitte? Naja, wir reden hier über Hypothesen. Immer dann, wenn es interessant wird, heißt es, es gibt noch kein Wahrnehmungsvertrag, es gibt kein Inkasso-Konzept, es gibt keine Tarife und es gibt keine Verteilungsstruktur. Das sind die vier wichtigen Faktoren, über die wir reden müssten. Vorher brauchen wir gar nicht über die C3S und eigentlich auch nicht mit der C3S reden. Und ich frage mich halt, warum ist das immer noch nicht geklärt? Warum die Diskussion tobt im Netz und tobt in der Öffentlichkeit, aber wir diskutieren über nichts halt. Das ist eine. Nein, also da möchte ich an dieser Stelle sagen, ich kann auch nicht nachvollziehen, weshalb ihr das nicht versteht. Wir richten uns nach unseren Mitgliedern, wir können uns nicht nach euch richten. Und unsere Struktur sieht vor, dass wir als Verwaltungsrat nicht das Sagen haben, sondern die Mitglieder geben einen bestimmten Entwurf ab. Über diesen bestimmt dann hinterher oder entscheidet dann die Generalversammlung. Und wir können nicht den Zeitpunkt dann festsetzen. Das heißt, wir müssen erstmal die Kommission einsetzen, wir mussten aber erstmal die Entscheidung einholen über die Generalversammlung. Das sieht die Kommission bzw. die Satzung so vor, dass diese Kommission dann erst eingesetzt werden. Die können dann das Modell entwickeln und dann kann erst die Generalversammlung entscheiden. Wir können da nicht uns nach euch richten, sondern es muss so sein, dass das die Mitglieder von uns entscheiden. Das ist ja keine Katze im Sack, im Gegenteil. Der Punkt ist ja der,
du erwartest im Prinzip ein fertiges Menü. Worum es uns geht, ist, jetzt geht es erst einmal darum, dass dieses Menü von denen zusammengestellt wird, die es am Ende auch essen sollen. Und eben nicht nach dem Motto friss oder stirb geht, nach dem Motto hier, das ist jetzt unser Ding, da nimm das oder nimm das, sondern wir fragen quasi euch, also euch Urheber und mich Urheber auch, wie wollt ihr es denn haben? Wie wollt ihr diese vier Punkte genau ausgestaltet haben und beziehungsweise gestaltet sie mit uns aus? Bevor wir hier zu sehr in eine partikulare Diskussion abrutschen, das könnt ihr gerne gleich klären, das ist mit Sicherheit eine interessante Debatte, aber ich hatte noch weitere Fragen. Genau, wir haben hier noch. Wir haben auch die Anweisung, sehr, sehr pünktlich Schluss zu machen, also bitte kurz halten. Deshalb noch eine Frage und noch eine Frage, bitte kurze Fragen und kurze Antworten. Ganz kurz zu halten. Lothar Scholz, Musikmarkt. Mich würde interessieren, wie ihr bei der Mitgliedersuche vorgeht, weil ihr habt ja davon gesprochen, 350 Urheber sind jetzt Mitglieder und dass ihr Urheber braucht, die Umsätze bringen. Das ist natürlich klar, also man will keine Mitglieder, die nur Arbeit machen, aber eben kein Inkasso irgendwie bewirken. Mich würde interessieren, wie geht ihr da vor, dass ihr diese umsatzbringenden Mitglieder auch gewinnen könnt für eure Arbeit? Habt ihr da eine Strategie, wie das funktionieren soll? Klar, wir rekrutieren die ganzen Amis, deren Videos hier gesperrt werden. Ja, okay, Entschuldigung. Es ist klar, ne? Aufklärung. Das Thema C3S in der Öffentlichkeit besprechen, so oft und ausführlich es geht. Veranstaltungen organisieren, in denen Musiker zusammenkommen, Infoveranstaltungen, Videos ins Netz stellen, in denen kurz erklärt wird, worum es geht. Also wir werden sehr viel Öffentlichkeitsarbeit machen in dem Bereich in diesem Jahr. Wir hatten jetzt sehr viel zu tun mit Organisationsstrukturaufbau und so weiter und so fort. Die Organisation der Generalversammlung überhaupt als entscheidendes Gremium mal endlich tagen zu lassen, das hat geklappt. Wir sind jetzt noch kein Jahr überhaupt erst als Genossenschaft registriert. Das heißt, es ist eigentlich relativ viel passiert. Aber um neue Mitglieder zu werben, werde ich persönlich, bin selber Musiker, kenne sehr viele Musiker und werde einfach weiter durch die Lande ziehen, den Leuten davon erzählen, wie toll das werden wird, wenn wir alle gemeinsam gleichberechtigt darüber entscheiden, wie in Zukunft eine alternative oder eine zusätzliche Verwertungsgesellschaft für Deutschland Rechte wahrnimmt für Musiker. Wir haben eine letzte Frage. Vielleicht nochmal ganz grundlegend, weil um irgendwie die ganze Fachsimpelei ist. Darf ich ganz kurz auch erfahren, wer du bist? Also Entschuldigung, Tarek Amia, Deutschlandradio. Und zwar, ich finde es in diesem zähen und mühseligen Prozess faszinierend, wie sehr mühselig das offensichtlich zu sein scheint, das sowas zu etablieren bei einem Bereich, wo so viel Nachfrage eigentlich da ist und eigentlich auch viel Geld sozusagen am Ende zu verteilen ist, zumal es, wie ihr ja sagt, in anderen Ländern gang und völlig üblich ist, dass solche mehrfache Verwertungsgesellschaften existieren. Was ich dennoch bei allen interessanten Einzelpunkten, was euer Konzept ist, nicht verstehe, die meisten Leute, die, glaube ich, zu euch wollen, sind die Leute, die sich ausgebotet fühlen von der GEMA, die irgendwie zahlen und am Ende nichts kriegen und das, also diese ganzen Verteilungsstrukturen sind ja sehr merkwürdig. Und das ist sozusagen die Hoffnung und das Klientel, was irgendwie auf euch wartet. Was ich trotzdem nicht richtig verstehe, und das wäre die Frage, wenn ihr Leute überzeugen wollt, zu wechseln, was ist das Schlüsselargument? Wieso, also das mit dem Einzellizenzieren von Werken ist ganz nett, aber es ist eine eher technische Frage. Am Ende wollen die doch sichergestellt bekommen, dass sie mehr Geld über einen CS3 bekommen als über eine GEMA heute, wo sie vielleicht gar nichts bekommen. Also, dass wir nicht zusichern können, dass sie jetzt tatsächlich mehr Geld bekommen, das ist klar und das haben wir auch nie so versprochen. Und der wirkliche Vorteil ist zum einen, dass wir es trackgenau dann eben auch abrechnen wollen und dass damit auch der Vorteil gegeben ist für diejenigen, die halt seltener gespielt werden. Da könnte es dann natürlich auch sein, dass vielleicht bei denjenigen, die sehr häufig gespielt werden, etwas verloren geht. Und dass diese Verteilungsstrukturen dann etwas abflachen, das könnte dann bei uns tatsächlich der Fall sein. Jetzt habe ich aber irgendwie den Faden verloren. Ich wollte eben noch auf was anderes antworten, dann kannst du mir ins Ohr.
Dann würde ich sagen... Darf ich noch ganz kurz einen Satz dazu sagen? Einen Satz noch bitte. Es ist bei uns der ganz klare Vorteil, dass es anders als bei der GEMA eben nicht nur die Großverdiener sind, die darüber entscheiden, wie die Verwertungsgesellschaft arbeitet, sondern alle Musiker, die in der Verwertungsgesellschaft organisiert sind, entscheiden gleichberechtigt. Das ist ein ganz klarer, für mich zumindest, für mein Verständnis von Demokratisierung der Verwertungsgesellschaften ist das der absolute Vorteil. Wir haben noch eine Meldung, aber wir sind, wie gesagt, über der Zeit. Ich glaube, alle, die hier auf dem Panel sitzen, ich danke mal ganz herzlich, sind mit Sicherheit noch gerne bereit, eure Fragen weiterhin zu beantworten. Ich danke euch für euer Interesse und danke den Herren auf dem Panel. Dankeschön. Danke.